This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zur inzwischen 50. Lesung des wunderbaren Geschichtsbuches, des Geschichtswerkes im Grunde, der erste Band von dreien, Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Ich höre im Augenblick, oder ich habe bis vor kurzem, jetzt höre ich inzwischen schon was anderes, von Tom Fress die Lesung gehört des Buches. Im Deutschen heißt es Gottes erste Diener, die dunkle Seite des Papsttums, im Englischen halt Vicars of Christ, The Dark Side of the Papacy. Und da waren im späteren Teil des Buches einige interessante Zitate aus dem Werk von Lear, jedoch schien mir das aus Band 3 gewesen zu sein. Und das ist für mich absolut eine Motivation, um, sobald sich die Zeit dazu ergibt, und das wird nicht in der nahen Zukunft sein, nach dem Beendigen des ersten, auch die anderen zwei Bände des Lear-Werkes zu lesen. Wie ich ja bereits 2018 oder 2019, als ich mit dieser Lesung überhaupt angefangen habe, bereits angekündigt habe. Kann man mal sehen, wie viele Jahre sich das hinzieht, weil zwischendurch immer andere neue Projekte dazugekommen sind, wie Romanismus und die Reformation, Herrscher des Bösen, Bücher, die halt aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurden und die immer an Wichtigkeit dieses übertrumpft haben, auch in der Hinsicht, weil das teilweise auch Lesungen waren mit einer Gemeinschaft dabei. Da habe ich inzwischen von abgesehen, aber damals fand ich das ganz interessant, um Menschen via Skype einzuladen und dann eine öffentliche Lesung zu halten, wo dann auch Kommentare zu live gegeben werden konnten. Aber das mache ich inzwischen nicht mehr. Außer der modernen Kriege mache ich jetzt meine Videos wieder alleine, wie ich es zu Anfang gemacht habe. Und das habe ich mit dieser Serie hier auch von Anfang an so gemacht. Und das möchte ich auch gerne so halten. Nur wie gesagt, ich beendige jetzt diesen Band, den ersten. Und dann lege ich eine Pause ein, weil halt mein anderes Projekt mit den vier Büchern, das ich ja
wo ich die erste Ankündigung rausgeschickt habe. Und jetzt spreche ich über etwas, was in der Zukunft passiert, in der Vergangenheit. Am 22.04. kommt das erste Video dazu raus. Und wir haben heute den 19.04. Ich habe gerade die Premiere der Nummer 57 der modernen Kriege gehabt. Und jetzt setze ich mich hier abends um 9:30 nochmal hin und mache diese Lesung. Und wie gesagt, es kamen immer andere Dinge dazwischen, aber ich bin sehr sicher, dass der Herr mir noch die Zeit gibt, die anderen zwei Bände auch zu lesen, weil diese Aufarbeitung dieser Geschichte der Inquisition ist unglaublich wichtig, weil nur wenn man diese ganze Geschichte auch wirklich versteht, dann kann man auch die Dinge die besser begreifen, die heute passieren. Und ich habe es ja oft genug gesagt, die Inquisition ist nicht abgeschafft, ja, sie heißt heute anders, das ist heute die Kongregation von der Glaubenslehre, wie sich das nennt, ist aber dasselbe wie die Inquisition und ihre Aufgaben sind auch immer noch dieselben, nur die Ketzer werden halt nicht mehr so öffentlich verfolgt und hingerichtet wie zur damaligen Zeit, sondern heute macht man das eben, indem man Kriege macht und Bürgerkriege anzettelt und Völkermorde anzettelt und auf die Art und Weise. Das heißt, die Arten und Weisen haben sich verschoben, aber die Inquisition gibt es immer noch. Und ich finde es deswegen wichtig, dass wir uns mit der Geschichte der Inquisition auseinandersetzen. Und deswegen halt heute herzlich willkommen zur 50. Lesung des wunderbaren Buches von Henry Charles Lear. Wir hatten letztes Mal aufgehört auf Seite 576 in dem Buch und ich fahre jetzt in der Mitte, im zweiten Teil, im letzten Drittel des Buches dieser Seite fahre ich fort. Das bewegliche Vermögen, ja, so könnt ihr das kurz raussuchen. Ich habe jetzt ja das Bild nicht mit bei, weil ich mache heute nur eine einfache Audioaufnahme, keine Kameraaufnahme. Das heißt, ich zeige euch das Buch nicht hierbei während der Lesung. Aber im unteren Drittel der Seite 576 lesen wir weiter, und das ist noch eine kleine Wiederholung bis zum Ende der Seite, wo der Autor sagt, das bewegliche Vermögen eines Ketzers sollte dagegen ohne Vorbehalt der Krone gehören. Also alles, was bewegliches Vermögen ist, halt keine Immobilien, das geht ohne Vorbehalt, also ohne dass irgendwas zurückgehalten wird, der Krone, also zum Staat, mit anderen Worten. Aufgrund dieses Abkommens wuchsen die weltlichen Besitzungen der Bischöfe schnell an. Wir haben gesehen, wie die Bischöfe von Toulouse vor dem Kreuzzug in einem Zustand der apostolischer Armut lebten. Während des folgenden Jahrhunderts verarmte zwar das Land und litten besonders die Städte, dagegen nahmen die Einkünfte des Bischofs so außerordentlich zu, sie beliefen sich auf 40.000 Pfund Turnosen jährlich. Dass Antichrist Johann der 22. mit Berufung hierauf im Jahre 1317 aus dem Bistum Toulouse sechs neue Bistümer machte. Dabei hatte aber die Diözese schon vorher die Hälfte ihres Gebietes dadurch eingebüßt, dass Antichrist Papst Boniface der VIII. Die Diözese Pamiers davon abzweigte. Die Bischöfe von Albi waren besonders rührig und glücklich bei diesen räuberischen Saturnalien. Während der Kriegswirren und der Beilegung derselben maßten sie sich verschiedene Rechte an, darunter auch das der Haute Justice, also der höheren Justiz, und der Konfiskation, also der Beschlagnahmung, was zu einem 30-jährigen Streit mit den Vertretern der Krone führte. Sie waren besonders eifrig in der Verfolgung der Ketzer, die sie ebenso einträglich wie löblich fanden. Im Jahre 1247 erlangte der Bischof Bertrand von Antichrist Papst Innozenz IV. Besondere Inquisitionsvollmachten, wahrscheinlich um dadurch seine weltlichen Einnahmen zu mehren, und im nächsten Jahre betrieb er einen schwunghaften Handel damit, dass er verurteilten oder reuigen Ketzern gegen Geldzahlungen ihre Strafe umwandelte. Ein Auskunftsmittel, das mehr gewinnbringend als ordnungsmäßig war. Denn als Alphons von Poitiers im Jahre 1253 auf dieselbe Weise mit den Konfiskationen zu spekulieren suchte, hinderten ihn der Erzbischof von Narbonne und der Bischof von Toulouse daran, indem sie beide erklärten, ein solches Verfahren diene zum Ärgernis der Gläubigen und führe zur Vernichtung der Religion. Schließlich, im Dezember 1264, traf Ludwig der Heilige, um die Ansprüche der Bischöfe auf die Konfiskation zu stillen, ein Abkommen mit Bernhard von Cambrai, dem Inhaber des Bistums Albi, welches sofort von Antichristpapst Urban IV. Bestätigt wurde.
Hiernach erhielt der Bischof das Anrecht auf die Hälfte aller Konfiskationen von liegenden und oder persönlichen Gütern innerhalb seiner Diözese, mit der weiteren vorteilhaften Bedingung, dass der Anteil des Königs an den liegenden Gütern in den Besitz des Bischofs übergehen sollte, wenn er nicht innerhalb eines Jahres verkauft sei, und dass er das unbedingte Eigentum des Bischofs werden sollte, wenn der Verkauf nicht innerhalb von 3 Jahren stattfinde. Hier gehen wir noch mal kurz in eine Fußnote rein, die auf dieser Seite vermeldet steht. Das Problem ist, dass ich jetzt eben die Nummer nicht... Ah, hier 516. Ja, hier unten steht sie am Anfang des nächsten Satzes. Und in der Fußnote wird nochmal gesagt, trotz des Rechtsgefühls, dass Ludwig den Heiligen auszeichnete, war er doch keineswegs unempfänglich für Erwerbungen, die nach den Anschauungen der Zeit gerechtfertigt waren. Im Jahre 1246 scheint eine Art Razzia gegen die Juden von Carcassonne unternommen worden zu sein, bei welcher viele in das Gefängnis geworfen wurden. Im Juli schrieb Ludwig an seinen Seneschall, er wolle so viel als möglich von den Juden haben. Sie sollten deshalb in strenger Haft gehalten und die Höhe der Summe, die sie bezahlen könnten, sollte ihm mitgeteilt werden. Im August schrieb er sodann, die vorgeschlagene Summe sei nicht genügend und der Seneschall solle so viel Geld als möglich aus ihnen herauspressen. Eine interessante kleine Fußnote zu dem sogenannten, wie nennt er sich hier, Ludwig der Heilige? Ja, okay, da sehen wir dann, wie heilig der ist. Heilig im Sinne der satanisch-römischen katholischen Kirche, sage ich mal. Im Text im letzten, vorletzten Satz auf Seite 576 fahren wir fort und da steht, demgemäß ersehen wir aus den Berichten der königlichen Procureur des Encours von Carcassonne, dass die Konfiskationen in Albi mit dem Bischöfe geteilt wurden. Zwar betrug vom Juni 1322 bis zum Juni 1323 der Anteil in Geld nur 160 Livres, aber es gab Zeiten, wo er viel bedeutender war. Um das Jahr 1300 gab der Bischof Bernard von Castanet der Dominikanerkirche, also das ist ja die Inquisition, ne? Die Dominikaner sind ja die, neben den Franziskanern die Inquisitionsorden, der Dominikanerkirche von Albi großmütig seinen Anteil an dem Vermögen zweier Bürger, des Willem Almeric und des Johann von Castanet, die nach ihrem Tode verurteilt worden waren. Er belief sich auf mehr als 1000 Livres. Man kann sich leicht denken, dass dieses Abkommen mit der Krone Anlass zu beständigen Streitigkeiten gab. Vergebens verlangte Philipp der Schöne 1307 die Befolgung des Abkommens und die Zurückgabe der widerrechtlich angemaßten Güter. Im Jahre 1316 erhob der Bischof von Albi Anspruch auf die Güter, die nicht innerhalb 3er Jahre verkauft worden waren. Der Prokurator Arnaud Assalit machte geltend, dass man ihn an der durch gerechte und gesetzmäßige Gründe zulässigen Vornahme des Verkaufs gehindert habe. Zuletzt entschied der Seneschall Aymeric de Crosso, dass diese Behinderungen rechtmäßig gewesen seien und dass die Rechte des Königs nicht verwirkt seien. Diese Streitfragen waren aber nicht die einzigen, die aus dem Massenraube sich ergaben und den Gerichten eine reiche Ernte boten. Ein Prozess, den die Bischöfe von Rodez wegen Ländereien führten, welche die Krone von Ketzern konfisziert hatte, dauerte 30 Jahre lang, bis er vor das Parlament in Paris kam. Dieses annullierte einfach das ganze Prozessverfahren mit der Begründung, dass denjenigen, die im Namen der Krone gehandelt hätten, die dazu erforderliche Berechtigung gefehlt habe. Ebenso lang und verworren war ein Prozess, den die Gräfin von Vendôme, Eleonore von Montfort, wegen der Güter des Johann Baudier und des Raimund Calvary mit dem Könige führte. Die Konfiskation hatte bereits 1300 stattgefunden, aber 1327 schleppte sich der Prozess noch mühsam weiter, um schließlich 1335 beigelegt zu werden. Nicht alle Bischöfe waren so habgierig wie die von Albi,
von denen einer im Jahre 1328 sich über die Ausflüchte beklagte, zu denen die Opfer griffen, um wenigstens einen Teil ihres Vermögens für ihre Familien zu retten. Aber die Fürsten und ihre Vertreter suchten erbarmungslos, alles festzuhalten, was sie mit ihren Händen erreichen konnten. Es wurde schon erwähnt, dass, sobald ein Verdächtiger vor die Inquisition geladen war, sein Eigentum mit Beschlag belegt und seinen Schuldnern sowie denen, die etwas von seinem Vermögen in Händen hatten, die Anweisung gegeben wurde, alles sofort dem Könige auszuliefern. Karl von Anjou führte diese Praxis in Neapel ein, wo im Jahre 1269 ein königlicher Befehl verfügte, 69 Ketzer zu verhaften, sowie ihre Güter gleichzeitig mit Beschlag zu belegen und für den König in Händen zu behalten. Dabei fühlten sich die Beamten der Verurteilung der Verhafteten so sicher, dass sie diese häufig gar nicht erst abwarteten, sondern die Konfiskation schon im Voraus ausführten. Dieser Missbrauch war ebenso alt wie die Inquisition selbst. Das ist ein Satz, den kann man auf zweierlei Weise verstehen. Dieser Missbrauch war so alt wie die Inquisition selbst, ja, also das heißt, der Missbrauch hat denselben Anfang wie die Inquisition. Ich kann ihn aber auch so verstehen, dass dieses ein Missbrauch war und die Inquisition selbst eben auch ein Missbrauch ist. Und so verstehe ich den Satz am liebsten. So war wahrscheinlich nicht gemeint, aber so verstehe ich ihn gerne. Dieser Missbrauch war so alt wie die Inquisition selbst, weil die Inquisition ist auch Missbrauch. Schon im Jahre 1237 beklagte sich Antichrist Gregor der IX., also Antichrist Papst Gregor der IX. Für die Vollständigkeit darüber und verbot diesen Missbrauch, aber vergebens. Im Jahre 1246 erneuerte das Konzil von Béziers das Verbot und gestattete die vorzeitige Konfiskation nur für den Fall, dass der Verhaftete wissentlich solchen angehangen habe, die als Ketzer bekannt waren. Als Ludwig der Heilige im Jahr 1259 die Härten der Konfiskation milderte, leistete er diesem Unrecht indirekt Vorschub, indem er seine Beamten anwies, wenn der Angeklagte nicht zu Gefängnis verurteilt sei, sollten sie ihm oder seinen Erben gestatten, die sequestrierten, also beschlagnahmten Güter zurückzufordern. Liege aber irgendein Verdacht der Ketzerei vor, dann dürften sie nur zurückgegeben werden gegen Stellung einer Bürgschaft. Diese müsse garantieren, dass sie dem Staate wieder zufielen, wenn binnen 5 Jahren der Beweis der Ketzerei erbracht werde. Während dieser Zeit konnten sie nicht veräußert werden. Aber die Konfiskation vor der Verurteilung kam so häufig vor, dass Antichrist Papst Boniface VIII. Das Verbot derselben sogar in das kanonische Recht aufnehmen ließ, ohne ihr jedoch damit Einhalt zu tun oder zu gebieten. Die Inquisition hatte eben das Gemüt der Menschen zu sehr an den Glauben gewöhnt, dass keiner ihr entkomme, der einmal in ihre Hände gefallen war. Daher mussten die Beamten sich für berechtigt halten, auf den bloßen Verdacht hin, schon mit der Konfiskation vorzugehen. Durch ein ungewöhnliches Zusammentreffen von Umständen besitzen wir aus verschiedenen Quellen die Daten für einen derartigen Fall, der aber zweifellos typisch für viele andere ist. Bei den Verfolgungen, welche im Jahre 1300 in Albi stattfanden, wurde auch ein gewisser Johann Baudier verhaftet und am 20. Januar zum ersten Mal verhört, wobei er nichts gestand. Bei dem zweiten Verhör am 5. Februar gestand er ketzerische Handlungen ein und am 7. März wurde er verurteilt. Sein konfisziertes Eigentum war indessen schon am 29. Januar verkauft worden, also nicht nur vor seiner Verurteilung, sondern sogar vor seinem Geständnisse. Wilhelm Gary, der angeklagt war im Jahre 1284 an einer Verschwörung zwecks Vernichtung der Inquisitionsprotokolle von Carcassonne teilgenommen zu haben, wurde erst 1319 verurteilt, das sind 25 Jahre später. Aber schon 1301 stritten sich der Graf von Foix und die königlichen Beamten um das ihm gehörende konfiszierte Schloss Montferrat. Mit welcher Habgier das Konfiskationsverfahren vollzogen wurde, kann man aus einem Bericht des Seneschalls von Rouergue
Johann von Arsis an Alphons von Poitiers um das Jahr 1253 entnehmen, der gleichzeitig einen trefflichen Beweis liefert für den Eifer, womit der Seneschall die Interessen seines Lehnsherrn wahrnahm. Der Bischof von Rodez übte die bischöfliche Inquisition mit großer Strenge aus und hatte zu Nayac einem gewissen Hugo Perrer dem weltlichen Arm als Ketzer ausgeliefert, worauf der Seneschall diesen auf der Stelle verbrannte und sein auf 1000 Pfund Tournosen sich belaufendes Vermögen konfiszierte. Als Arsis später erfuhr, dass der Bischof noch 6 andere Bürger von Nayac vor seinem Richterstuhl nach Rodez geladen habe, eilte er dorthin, um dafür zu sorgen, dass sein Herr nicht um sein Geld kam. Der Bischof erzählte ihm, dass diese Männer sämtlich Ketzer seien und dass er dem Grafen 100.000 Sous aus der Konfiskation ihrer Güter wolle zukommen lassen. Aber er wie seine Besitzer bäten den Seneschall, den Schuldigen oder ihren Kindern einen Teil zu lassen. Der treue Diener seines Herrn lehnte dieses Ansinnen rundweg ab. Nun suchte der Bischof, schlechtem Rate folgend und die Rechte des Grafen betrügerisch verletzend, die Konfiskation dadurch zu umgehen, dass er die Ketzer zu einer leichteren Strafe verurteilte. Der Seneschall kannte jedoch die Rechte seines Herrn. Er bemächtigte sich ohne weiteres des Vermögens der Verurteilten, und wenn er auch den Schuldigen und ihren Kindern eine Kleinigkeit zukommen ließ, so hatte er doch, wie er berichtet, seinem Herrn ungefähr 1000 Livres verdient. Arsis gibt zum Schlusse seines Berichts dem Grafen den Rat, falls er nicht betrogen zu werden wünsche, solle er jeden ernennen, der die weiteren Inquisitionsprozesse des Bischofs überwache und kontrolliere. Ja? Sollte er jemanden, sorry, nicht jeden, Entschuldigung, bei ihren Seitenumbruch, da habe ich das Wort verkehrt gelesen. Nochmal, Arsis gibt zum Schlusse seines Berichts dem Grafen den Rat, falls er nicht betrogen zu werden wünsche, solle er jemanden ernennen, der die weiteren Inquisitionsprozesse des Bischofs überwache und kontrolliere. Andererseits beklagten sich die Bischöfe, dass die Beamten des Grafen Alphons gegen Bestechung den Ketzern gestatteten, ihr konfisziertes Eigentum ganz oder teilweise zu behalten, oder dass sie diejenigen zum Scheiterhaufen verurteilten, die es nicht verdient hätten, nur um sich des Vermögens derselben bemächtigen zu können. Dieser erschreckende Missbrauch wurde so unerträglich, dass im Jahr 1254 die Beamten des Alphons mit Einschluss von Guido Fulcodius allgemeine Verordnungen zur Beseitigung desselben erließen. Aber die Sache ließ, so wie sie einmal war, keine Reform zu. Übrigens war Alphons trotz seiner Habgier nicht ganz abgeneigt, seinen Raub mit denen zu teilen, welche ihm denselben sicherten. Und einige Fälle einer derartigen, allerdings nicht ganz uneigennützigen Freigebigkeit werden uns auch berichtet. So besitzen wir einen Brief aus dem Jahre 1268, worin er die Inquisition ein Einkommen von 100 Livres jährlich aus dem konfiszierten Vermögen eines Ketzers anweist, und einen anderen aus dem Jahre 1270, der die Gründung einer Kapelle aus Mitteln ähnlichen Ursprungs bestätigt. Die Gründung einer Kapelle. Also wenn ihr heutzutage in Deutschland oder sonst wo rumfahrt, vor allen Dingen hier in Belgien, steht ja fast jeder Ecke eine Kapelle, dann wisst ihr auch oftmals, aus welchen Mitteln diese Dinge gebaut wurden. Und da setzen sie dann solche Idole wie Maria und andere Figuren rein. Und das ist bezahlt mit Blutgeld, wie wir hier gerade eben lesen. Ja? Hier ist jetzt das Beispiel die Gründung einer Kapelle aus Mitteln ähnlichen Ursprungs. Das wird jetzt einmal erwähnt, aber ich kann euch sagen, dass es sowas ist bei der römisch-katholischen Kirche immer systematisch. Da gibt es keine Einzelfälle. Das passiert immer und immer wieder. Und abgesehen davon, dass sowieso jeder einzelne Cent oder Lire oder Livre oder Sou oder was auch immer der römisch-katholischen Kirche blutbehaftet ist, sieht man hier wieder mal wunderbar dran, wie das hier rein auf Diebstahl basiert ist, das Geld, das dann gebraucht wird, um irgendwelche Devotionalien zu besorgen und zu kaufen und zu bauen. Im letzten Absatz auf der Seite fährt der Autor fort und sagt, nichts konnte die sorgfältige Gründlichkeit übertreffen,
womit auch der kleinste Bruchteil eines konfiszierten Vermögens aufgestöbert und eingezogen wurde. Das noch vorhandene Verzeichnis der von den Procureurs des Ancours von Carcassonne in den Jahren 1302 bis 1313 vorgenommenen Konfiskationen zeigt, wie eifrig man auf die noch ausstehenden Forderungen des Verurteilten fahndete, selbst bis auf ein paar Pfennige für ein Maß Korn. In dem Fall eines wohlhabenden Gefangenen, Wilhelm von Fenas, waren zur Veräußerung seiner Habe einschließlich der Eintreibung von 859 ausstehenden Forderungen, von denen die niedrigsten sich auf 5 Denare beliefen, 8 bis 10 Jahre notwendig. Umgekehrt ist niemals die Rede von der Bezahlung der Schulden eines Angeklagten. Vielmehr wurde der Grundsatz, dass kein Ketzer gültige Verpflichtungen eingehen könne, strenge festgehalten, und infolgedessen wurden seine Gläubiger schamlos betrogen. Zwar machten die Adligen ihr Anrecht geltend auf jede Summe, die einer ihrer Vasallen den Heretikern schuldete, aber Philipp von Valois entschied im Jahre 1329, dass, wenn die Schulden an dem Wohnsitz des Ketzers zahlbar waren, sie ohne weiteres dem Fiskus zufallen sollten, ohne Rücksicht auf die Lehnspflicht des Schuldners. Ein anderes Beispiel für die gewissenlose Gier, mit der alles beschlagnahmt wurde, bietet ein Prozess, den das Pariser Parlament 1302 entschied. Bei dem Tode des Ritters Wilhelm Prunel und seiner Ehefrau Isabella musste nach dem Gesetze die Vormundschaft über ihre Waisen auf den nächsten Verwandten, den Ritter Bernard von Montesquieu, übergehen. Dieser war aber einige Jahre vorher wegen Ketzerei verbrannt und sein Vermögen natürlich konfisziert worden. Der Seneschall von Carcassonne behauptete nun, dass das Vermögen der Waisen einen posthumen Erwerb Bernards darstelle und belegte es infolgedessen mit Beschlag. Doch ein Neffe, ein anderer Bernard von Montesquieu, focht diese Behauptung an und erlangte schließlich eine Entscheidung zu seinen Gunsten. Und die Gerichtsakte ist hier in einer Fußnote vermeldet. Die gleiche Sorgfalt verwandte man auf die Erlangung von bereits veräußerten Vermögensstücken. Dem römischen Gesetze über die Majestätsbeleidigung entsprechend war das Vermögen ipso facto verwirkt von dem Augenblicke an, wo die Ketzerei begangen wurde. Infolgedessen konnte der Ketzer keine gesetzlich gültige Verwendung darüber treffen und alle Vermögensentäußerungen, die er etwa vorgenommen hatte, waren nichtig, mochte auch inzwischen das Vermögen schon durch viele Hände gegangen sein. Der Besitzer wurde einfach gezwungen, es herauszugeben. Einen Ersatz des von ihm gezahlten Kaufgeldes konnte er nicht verlangen, falls nicht zufällig noch das Kaufgeld in dem Vermögen des Ketzers sich vorfand. Von dem Eifer, womit in solchen Fällen die Strenge des Gesetzes durchgeführt wurde, kann man sich kein Bild aus, Von dem Eifer, womit in solchen Fällen die Strenge des Gesetzes durchgeführt wurde, kann man sich ein Bild aus einem Vorkommnis des Jahres 1272 machen. Karl von Anjou hatte von Neapel aus an seinen Richter und seinen Unterrichter in Marseille geschrieben, dass eine gewisse Maria Roberta, bevor sie wegen Ketzerei zu Gefängnis verurteilt worden war, ein Haus, das der Konfiskation unterlag, verkauft hatte. Er befahl, dass sie dasselbe beschlagnahmen und verauktionieren und über den Ertrag Bericht erstatten sollten. Da die Richter dem Befehle keine Folge leisteten, so wurden sie durch andere Beamte ersetzt, denen Karl seine Befehle wiederholte und die er persönlich für die Ausführung derselben verantwortlich machte. Zu gleicher Zeit gab er seinem Seneschall den schriftlichen Befehl, sich um die Angelegenheit zu kümmern, da sie ihm sehr am Herzen liege. Eine Erweiterung dieser Lehre von der rückwirkenden Kraft des Konfiskationsrechts bestand darin, dass man alle Schulden und Verpflichtungen des Übeltäters als einer Person, die das Eigentumsrecht über die in seinem Besitze befindlichen Güter verwirkt habe, für null und nichtig erklärte und diese letzteren schuldenfrei dem Fiskus zuwies. Das hieß,
die Ansprüche der Gläubiger für rechtlos erklären und diesen Unschuldigen das schwerste Unrecht zufügen. Auch hier gehen wir noch mal kurz in eine Fußnote, wo im Text derselbigen steht, Zitat, das englische Gesetz über den Betrug hatte gleichfalls rückwirkende Kraft. Und alle Vermögensveräußerungen, die nach dem Verbrechen geschehen waren, wurden für ungültig erachtet. Umgekehrt stellt in Spanien Maestre Jacopo de las Leyes in seinen Flores de las Leyes, die Alfons X. Gewidmet sind, die Regel auf, dass die konfiszierten Güter mit allen Schulden übernommen würden und die letzteren bezahlt werden müssten. Ende der Fußnote. Die Grausamkeit des Konfiskationsverfahrens wurde noch erhöht durch die unbarmherzige Art und Weise, wie man dabei vorging. Sobald jemand wegen des Verdachts der Ketzerei verhaftet wurde, und wir wissen, dass auf den Verdacht der Ketzerei es genügt, wenn ein Nachbar irgendeine Bemerkung macht. Ja? Als Beispiel, hatten wir alles von gelesen. Also sobald jemand wegen des Verdachts der Ketzerei verhaftet wurde, belegte man sein Vermögen mit Beschlag und die Beamten bemächtigten sich desselben. Nur in dem seltenen Falle, dass seine Schuld für nicht erwiesen erklärt wurde, sehr seltener Fall, konnte er auf Rückerstattung desselben hoffen. Das heißt nicht mal, dass er es bekam, sondern für den seltenen angenommenen Fall, dass er freigesprochen würde, hat er noch nicht mal vollständiges Recht auf Zurückgabe, sondern dann kann er darauf hoffen. Diese Vorschrift wurde aufs Strengste durchgeführt, sagt der Autor. Jeder Teil seines Hausrats und der Lebensmittel wurde inventarisiert, ebenso seine liegenden Güter. So wurde seine Familie, mochte er nun unschuldig oder schuldig sein, vor die Tür gesetzt, um Hungers zu sterben oder sich auf die unsichere Nächstenliebe anderer zu verlassen. Eine Nächstenliebe, die nur allzu sehr beeinträchtigt wurde durch die Tatsache, dass jede Sympathiekundgebung für einen Ketzer gefährlich war. Man kann sich schwerlich ein Bild machen von der Größe des menschlichen Elends, das allein aus dieser Quelle entsprang. Es ist leicht zu begreifen, dass angesichts des wüsten Chaos von Räubereien diejenigen, welche mit dieser Sache betraut waren, kein großes Bedenken trugen, sich auch einen Anteil an der Beute zu sichern. So wurde im Jahre 1304 Jakob von Polignac, der 20 Jahre lang Schließer des Inquisitionsgefängnisses von Carcassonne gewesen war, sowie mehrere Beamte, die bei den Konfiskationen tätig waren, überführt, dass sie einen großen Teil wertvoller Vermögensstücke, zum Beispiel ein Schloss, einige Meierhöfe und sonstige Ländereien, Weinberge, Obstgärten und dazu noch bewegliche Güter, veräußert und den Ertrag derselben behalten hätten. Auf Befehl des Königs mussten sie die unterschlagenen Gelder zurückerstatten und Bestrafung erleiden. Auch das Urteil ist uns hinterlegt. Es gewährt einen gewissen Trost, von dieser grausamen Gier, sich einem Falle zuzuwenden. Einem, der in Flandern, da wo ich lebe, viel Aufsehen erregte, und zwar zu einer Zeit, wo die Inquisition in jener Gegend beinahe so vollständig eingeschlafen war, dass die Anwendung der Konfiskation vergessen schien. Und hier sprechen wir jetzt über Flandern, also das, was heute Belgien ist, und Tournai, das ist jetzt eine Stadt, die, glaube ich, im Norden von Frankreich liegt. Der Bischof von Tournai und der Vikar der Inquisition hatten 1430 zu Lille, das ist heute Nord-Pas-de-Calais, da wo auch die Jesuitenschule St. Omer ist, die ihr ja von vielen meiner Lesungen kennt. Lille, Nordfrankreich, das zählte damals zu Flandern, ja, wie wir hier jetzt gerade mal sehen. Also, der Bischof von Tournai und der Vikar der Inquisition hatten 1430 zu Lille eine Anzahl Ketzer verurteilt und verbrennen lassen. Sie konfiszierten alsdann das Eigentum derselben, indem sie die beweglichen Güter für die Kirche und die Inquisition, die unbeweglichen für den Fiskus, also die Krone, wie ich am Anfang dieser Sendung bereits sagte, beanspruchten. Aber die Behörden von Lille legten sich mutig ins Mittel und erklärten, zu den Freiheiten ihrer Stadt gehöre auch das Vorrecht, dass kein Bürger Leib und Gut zugleich verwirken könne.
Indem sie für die Kinder eines der Opfer eintraten, wandten sie sich mit geeigneten Rechtsmitteln an den Antichristen. Die Räte des Lehnsherrn Philipps des Guten von Burgund machten dagegen eine andere Rechtsauffassung geltend, wonach ihm die ganze Konfiskation zufallen müsse, während die Geistlichen erklärten, dass nach einer unumstößlichen Vorschrift das persönliche Vermögen des Ketzers der Kirche und das liegende dem Fiskus zukomme. Schon drohte der von den drei Parteien geführte Streit in einen langen und kostspieligen Prozess auszuarten. Da kamen alle Parteien überein, die Entscheidung dem Herzog selbst zu überlassen. Mit seltener Weisheit schlichtete derselbe am 24. März unter allgemeiner Zustimmung die Sache, indem er das Konfiskationsurteil für nichtig erklärte und das Eigentum den Erben wieder zusprach. Gleichzeitig bemerkte er aber ausdrücklich, dass die Rechte der Kirche, dass die Rechte der Inquisition, dass die Rechte der Stadt und des Staates für jeden zukünftigen Fall unbeschadet gewahrt bleiben sollten. Übrigens legte der Herzog im Jahre 1460 bei der schrecklichen Verfolgung der Vaudois, also der Waldenser, von Arras, nicht dieselbe Uneigennützigkeit an den Tag. Hier wurde das bewegliche Gut für die bischöfliche Schatzkammer konfisziert und das liegende Eigentum trotz der von der Stadt geltend gemachten Vorrechte dem Fiskus, also der Krone, zugewiesen. Hier gehen wir in eine kurze Fußnote rein, wo steht: In Arras beschützte ein Freibrief aus dem Jahre 1335, der im Jahre 1369 von Karl dem V. bestätigt wurde, die Bürger gegen Konfiskation, wenn sie wegen eines Verbrechens von irgendeinem zuständigen Gerichtshof verurteilt waren. Soweit die Fußnote. Der Autor fährt fort und sagt: Diese Massenkonfiskation, bei der Verfolgung der Vaudois, stürzten indessen nicht bloß Tausende von unschuldigen und hilflosen Frauen und Kindern ins Unglück und Elend, indem sie ihnen alle Habe entzogen, sondern sie lähmten auch das ganze öffentliche und geschäftliche Leben in einem Maße, das schwer zu begreifen ist. Dieser Satz alleine erklärt schon mal ziemlich, warum man das damals eben auch das dunkle Mittelalter nannte. Und wie ihr merkt, sind die Menschen hier damals, wir sprechen jetzt über vor knapp 700 Jahren, alle dem Staat und seiner Gewalt und vor allen Dingen der Kirche und ihrer Gewalt vollkommen hilflos ausgesetzt. Der Staat und die Kirche sind allmächtig und das ist genau das, wo es heute wieder hingeht. Wo die Menschen die Reformation vergessen haben, wo die Menschen die Bibel und den Glauben vergessen haben, merken sie nicht, wie wir alles genau das zurückkriegen, was damals bereits schon einmal war. Und ich finde das in diesem einen Satz eigentlich sehr gut zusammengefasst. Lesen wir ihn nochmal und halten wir uns das nochmal vor Augen und vergleichen wir das mit heute im 21. Jahrhundert. Der Autor sagt: Diese Massenkonfiskationen, also das sind ja Massenbeschlagnahmungen. Und heute macht man das eben, indem man den Leuten da anders das Geld nimmt, durch zum Beispiel Inflation oder durch zum Beispiel ihnen die Mieten zu erhöhen oder die Kosten zu erhöhen oder dies und das. Das Geld wird rausgesogen. Ob das jetzt beschlagnahmt wird oder ich eigne es mir auf eine andere Art und Weise an, das spielt ja keine Rolle. Ja? Man muss nur mal eben ein bisschen umdenken und in unsere heutige Zeit. Diese Massenkonfiskationen stürzten indessen nicht bloß Tausende von unschuldigen und hilflosen Frauen und Kindern in Unglück und Elend. Was denn heute mit den Flüchtlingen in den sogenannten Kriegen? Ja, die Leute werden verjagt von da, wo sie wohnen und werden ohne Hab und Gut auf den Weg geschickt, um Hunderte oder Tausende von Kilometern irgendwo hin zu flüchten und sind vollständig aller finanziellen Sicherheit und irgendwelchen Gütern beraubt. Heute wie damals. Ich werde mal versuchen, den Satz nochmal ganz zu lesen. Diese Massenkonfiskationen stürzten indessen nicht bloß Tausende von unschuldigen und hilflosen Frauen und Kindern ins Unglück und Elend, indem sie ihnen alle Habe entzogen, sondern sie lähmten auch das ganze öffentliche und geschäftliche Leben in einem Maße, das schwer zu begreifen ist. Jedem Geschäfte raubte es die nötige Sicherheit. Kein Gläubiger oder Käufer konnte der Rechtgläubigkeit dessen sicher sein, mit dem er zu tun hatte. Und mehr noch als der Grundsatz, dass das Eigentumsrecht verwirkt sei, wenn ein Lebender sich der Ketzerei schuldig gemacht hatte,
musste die Gewohnheit, nach einem tatsächlich unbeschränkten Zeitraum immer noch gegen Tote vorzugehen, einem jeden unmöglich machen, sich im Besitze seines Vermögens sicher zu fühlen, mochte es nun in seiner Familie Generationen hindurch vererbt oder von ihm selber erworben worden sein. Eine Verjährung für die Ansprüche der Kirche trat erst nach 40 Jahren ein, also einer biblischen Generation, ne? Bei der römischen Kirche sogar erst nach 100 Jahren. Und zwar datierte diese Verjährung nicht etwa von dem Tage der Begehung des Verbrechens, sondern erst von dem Tage seiner Entdeckung. Zwar behaupten einige Rechtsgelehrte, dass das Verfahren gegen Tote innerhalb 5 Jahre nach dem Tode derselben beginnen müsse. Andere dagegen sind der Meinung, dass es keine Grenze gebe. Und die Praxis der Inquisition zeigt, dass die letztere Meinung auch befolgt wurde. Die Vorschrift, dass das Vermögen 40 Jahre lang im Besitz, und ich führe jetzt Anführungszeichen hinzu, guter Katholiken, Anführungszeichen Ende, gewesen sein musste, wurde eingeschränkt durch die Bedingung, dass die Eigentümer erstens zu keiner Zeit Kenntnis von der Ketzerei des früheren Besitzers gehabt haben durften und zweitens, dass der Letztere in dem Rufe der Rechtgläubigkeit gestorben sein musste. Zwei Bedingungen, welche eine Bestreitung des Besitzrechts nur zu sehr erleichterten. Hier gehen wir auch nochmal in eine Fußnote. Ja, aber das ist nur eine Vermeldung eines das ist nur nochmal eine Vermeldung eines Urteils hier, also das ist nicht wichtig. Es geht weiter auf der nächsten Seite und da sagt der Autor, ein Hohn auf die Justiz waren, wie wir gesehen haben, die Prozesse gegen die Toten, da ja eine Verteidigung unmöglich war und die Konfiskation ausnahmslos eintrat. Ja, wir erinnern uns an den berühmtesten Prozess gegen einen Toten, das war der Papst Formosus, ich meine im 9. Jahrhundert, wenn ich mich jetzt nicht irre, da ungefähr. Im 9. oder im 9. Jahrhundert oder im 10. Jahrhundert. Wie furchtbar und unerwartet ein solcher Schlag eine Familie treffen konnte, ersieht man aus dem Fall Gerardus von Florenz. Dieser, ein mächtiger und reicher Mann, Mitglied eines der edelsten und ältesten Häuser und Konsul der Stadt im Jahre 1218, war im Geheimen ein Ketzer und zwischen 1246 und 1250 auf seinem Totenbette heretisiert worden. Die Angelegenheit ruhte indessen bis zum Jahre 1313, wo der Inquisitor von Florenz, Bruder Grimaldo, eine Verfolgung gegen das Andenken desselben unternahm, die ihren Zweck erreichte. In seiner Verurteilung wurden eingeschlossen seine Kinder Ugolino, Cante, Nerlo, Bertuccio sowie seine Enkelkinder Goccia, Coppo, Fra Giovanni, Gerardo, Prior von St. Quirico, Goccino, Baldino und Marco, die alle enterbt und der Rechtsunfähigkeit der Nachkommen von Ketzern unterworfen wurden. Solange ein solches Verfahren als hervorragender Beweis seines heiligen Eifers willkommen geheißen wurde, konnte sich allerdings niemand in seinem Besitztume sicher fühlen, mochte er dasselbe nun geerbt oder käuflich erworben haben. Also mit anderen Worten lernen wir hier ganz klar bei, dass Besitz nur so lange mein Besitz war, von Eigentum möchte ich lieber gar nicht erst sprechen, bei heutiger besser auch nicht, dass es nur so lange in meinem Besitz war, bis ich der Häresie, der Ketzerei angezeigt wurde, was ja jederzeit jedem so passieren kann. Und auf einmal sind all deine ganzen Reichtümer weg. Ein sehr gutes Beispiel, deswegen gehen wir hier auch nochmal in eine Fußnote rein, das war die, die ich gerade eben hatte, aber da habe ich schon den Seitenumsprung gemacht, Entschuldigung dafür. Also am Ende auf der Seite, wo wir jetzt sind, das ist die Seite 586 in der Fußnote Nummer 1, steht hier, als im Jahre 1335 der Inquisitor von Carcassonne
Heinrich von Chamais, die Aussagen gegen das Andenken von 18 Personen an die päpstliche Kurie schickte, die angeklagt waren, in den Jahren 1284 und 1290 ketzerische Handlungen begangen zu haben und um Anweisung bat, wurde allerdings der Bescheid gegeben, auf die Aussage von Zeugen, die sich meistens widersprechen und die nur das beschwören, was sie lange vorher gehört hatten, sei nichts zu geben. Es seien schon 3 resultatlose Untersuchungen gegen dieselben Personen geführt worden. Daher nehmen die päpstlichen Ratgeber an, dass nun gute Gründe vorhanden seien, um die Angelegenheit gänzlich fallen zu lassen. Einen weiteren Beleg für die Wirkungen dieses Systems bietet eine Klage, die im Jahre 1247 Wilhelm Peter von Vintrou an Ludwig den Heiligen richtete und in der er sich beschwerte, dass der königliche Seneschall von Carcassonne sein von seiner Mutter herrührendes Vermögen beschlagnahmt habe, weil sein Großvater 17 Jahre nach seinem Tod wegen Häresie verurteilt worden sei. Ludwig ordnete eine Untersuchung an. Das Urteil davon ist uns hier nicht bekannt. Das muss ich mir vorstellen. Einen weiteren Beleg für die Wirkungen dieses Systems, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, bietet eine Klage, die im Jahr 1247 Wilhelm Peter von Vintrou an Ludwig den Heiligen richtete und in der er sich beschwerte, dass der königliche Seneschall von Carcassonne sein von seiner Mutter herrührendes Vermögen beschlagnahmt habe, weil sein Großvater 17 Jahre nach seinem Tod wegen Häresie verurteilt worden sei. Also, ich habe hier im Grunde nur ein Wort für über und das ist ganz einfach Willkür. Seht ihr das anders? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Ein andersartiges, wenn auch nicht minder lehrreiches Beispiel bietet der Fall Giraud von Puy-Germer. Sein Vater war zur Zeit Raimunds VII. Von Toulouse wegen Ketzerei verurteilt worden. Raimund hatte das konfiszierte Vermögen großmütig wieder zurückgegeben. Aber 20 Jahre nach dem Tod des Grafen im Jahre 1268 wurde es durch eifrige Agenten seines Nachfolgers Alphons von neuem beschlagnahmt. Giraud appellierte darauf an Alphons, der auch eine Untersuchung anordnete. Das Ergebnis derselben ist uns nicht bekannt. Fußnote gibt uns nur die Quelle her. Es blieben nicht nur alle von einem Ketzer vorgenommenen Veräußerungen des Vermögens unberücksichtigt. Und es wurde nicht nur sein verkauftes Eigentum den Käufern wieder abgenommen, sondern auch alle von ihm gemachten Schulden, alle Hypotheken und alle von ihm übernommenen Bürgschaften wurden für null und nichtig geachtet. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit einer Wirtschaft anstellt in einer Stadt oder in einem Bezirk? Ja? Alles wird für null und nichtig erklärt. Auf diese Weise wurden alle von jemandem übernommenen Verpflichtungen zweifelhaft. Ja, wem kannst du noch trauen, wenn da einer jetzt eine Hypothek abschließt? Ja? Oder Geld ausleiht oder sich Geld leiht? Ja? Ludwig der Heilige verstand sich, als er die Strenge der Konfiskation in Languedoc milderte, doch nur zu dem einen Zugeständnis, dass die von einem Ketzer vor Begehung der ersten ketzerischen Tat gemachten Schulden dem Gläubiger bezahlt werden. Dass aber alle später eingegangenen Verpflichtungen verwirkt sein sollten. Da kein Mensch der Rechtgläubigkeit des anderen sicher sein konnte, so liegt auf der Hand, wie viel Misstrauen durch solche Bestimmungen auf jeden Kauf und jeden Verkauf bei den alltäglichen Geschäften geworfen wurde. Der verderbliche Einfluss eines solchen Verfahrens auf Handel und Gewerbe ist leicht zu erkennen, sagte ich ja gerade eben schon in einem kurzen Kommentar. Zumal für eine Zeit, wo deren Entwicklung mit der Morgendämmerung der modernen europäischen Kultur zusammenfiel. So wurde nicht bloß das geistige Streben des 13. Jahrhunderts durch die Inquisition untergraben, sondern auch der materielle Fortschritt ernstlich gefährdet, weil die Kirche sich alles einverleibt.
Diese Begleiterscheinungen der Verfolgung haben dazu beigetragen, dass die so vielversprechende Zivilisation des südlichen Frankreich zurückging und die Vorherrschaft in Handel und Gewerbe auf England und die Niederlande, wo die Inquisition verhältnismäßig unbekannt war, überging, was dann wieder Freiheit, Reichtum, Macht und Fortschritt für jene Staaten zur Folge hatte. Hier steht in einer Fußnote: Im Jahre 1269 kommt ein Fall vor, wo sich der Gläubiger von zwei verurteilten Ketzern an Alphons von Poitiers wendet, um aus dem konfiszierten Vermögen der Verurteilten bezahlt zu werden. Alphons ordnet eine Untersuchung des Falls an. Der Autor fährt fort und sagt: Die aufgeklärten italienischen Republiken, deren Handel sich damals in schönster Entwicklung befand, waren scharfsinnig genug, um die Hindernisse zu erkennen, die ihnen durch dieses Verfahren der Inquisition in den Weg gelegt wurden. In Florenz suchte man denselben dadurch zu begegnen, dass man von dem Verkäufer eines liegenden Gutes eine Bürgschaft gegen eine etwaige spätere Konfiskation dieses Gutes durch den Inquisitor verlangte. Diese Bürgschaft aber, die im Allgemeinen von einem Dritten geleistet wurde, war nicht nur schwer zu erlangen, sondern sie bot auch keine ausreichende Sicherheit, da dieser Dritte ebenfalls in jedem Augenblicke von der Inquisition zahlungsunfähig gemacht werden konnte. Selbst bei Verträgen, wo es sich nur um Mobiliarvermögen handelte, wurde oft ebenfalls Sicherheit verlangt und gegeben. Das hieß somit im Grunde genommen nichts anderes, als ein Übel durch ein zweites zu ersetzen, das kaum weniger groß war, und die Verwirrung wurde schließlich so unerträglich, dass man auf Abhilfe sinnen musste. Darum stellte die Republik dem Papste, also dem Antichrist Martin IV., feierlich die Unzuträglichkeiten vor, die vorgekommen waren, und wies auf noch größere hin, die auszubrechen drohten infolge der Konfiskation von liegenden Gütern, die ursprünglich Ketzern gehörten, aber von den jetzigen Besitzern in gutem Glauben erworben worden seien. Der Antichrist befahl darauf, in einer besonderen Bulle vom 22. November 1283 den florentinischen Inquisitoren die Konfiskation solcher Güter in Zukunft zu unterlassen. Die Fürsten, welche die Früchte der Konfiskation ernteten, erkannten an, dass sie dementsprechend auch die Pflicht hatten, für die Kosten der Inquisition aufzukommen. Ihr eigenstes Interesse musste sie bestimmen, eine so gewinnbringende Einrichtung in jeder Weise zu fördern. Theoretisch konnte zwar nicht geleugnet werden, dass die Bischöfe zur Tragung dieser Kosten verpflichtet waren. Und anfangs suchten auch die Inquisitoren von Languedoc von ihnen die nötigen Hilfsmittel zu erhalten, indem sie verlangten, dass mindestens die zu frommen Zwecken auferlegten Geldbußen zur Bezahlung ihrer Notare und Schreiber verwandt werden sollten. Doch ihre Bemühungen waren fruchtlos. Denn die Hände der Bischöfe waren, wie Guido Fulcodius oder Antichrist Clemens IV. Bemerkt, verschlossen und ihre Börsen verstopft. Da es darum nutzlos sei, sich an sie zu wenden, so rate er, man solle die Geldbußen zum Unterhalt der Inquisitoren verwenden, vorausgesetzt, dass es in schicklicher Weise und ohne dem Volke Ärgernis zu geben geschehen könne. In ganz Mittel- und Norditalien setzten, wie wir gesehen haben, die Geldstrafen und Konfiskationen die Diener des heiligen Offiziums tatsächlich in die Lage, sich selbst zu unterhalten, ein Umstand, der sie zu erhöhtem Eifer in der Ausnutzung dieser Geldquelle anspornte. In Venedig zahlte der Staat alle Kosten, strich aber dafür auch allen Gewinn ein. In Neapel wurde von den Monarchen aus dem Hause Anjou anfangs dieselbe Politik verfolgt. Sie zogen die Konfiskationen ein und bestritten dafür nicht nur den Lebensunterhalt der Gefangenen, sondern zahlten auch jedem Inquisitor für seinen Unterhalt und den seines Kollegen, seines Notars und dreier Vertrauten, einschließlich ihrer Pferde, täglich eine Viertelunze Gold. Diese Zahlungen wurden angewiesen auf die Zölle, die in Neapel auf Eisen, Pech und Salz gelegt waren. Die betreffenden Zahlungsanweisungen lauteten gewöhnlich für 6 Monate auf einmal und mussten dann erneuert werden. Doch verzögerte sich oft die Abwicklung des Geschäfts und die Inquisition hatte begründete Ursache zur Klage, obgleich die Beamten mit Geldstrafen bedroht waren, falls sie es an der nötigen Schnelligkeit fehlen ließen.
Aus dem Jahre 1272 liegt ein Brief an den Inquisitor Bruder Matteo von Castellammare vor, in welchem ihm das Gehalt für ein ganzes Jahr, zahlbar halbjährlich im Voraus, angewiesen wird. Als im Jahre 1290 Karl II., wie oben erwähnt, die Einkünfte entsprechend der päpstlichen Vorschrift teilte, fuhr er dennoch weiter fort, für die Ausgaben der Inquisition aufzukommen, wenn auch in geringerem Umfang. In Briefen vom 16. Mai 1294 weist er für den Bruder Bartolomeo von Aquia die Summe von 4 Tareni, der Tareno war ein Dreißigstel einer Unze Gold, also 4 Tareni, ein Tareno ist ein Dreißigstel Unze, also 4 Dreißigstel einer Unze Gold, täglich zur Auszahlung an. Und am 7. Juli desselben Jahres bestimmte er, dass ihm zum Unterhalt seines Personals 5 Unzen monatlich bezahlt werden sollten. In Frankreich verursachte anfangs die Frage, wer für die mit der Ketzerverfolgung verbundenen Kosten aufzukommen habe, einiges Bedenken. Allerdings war die Pflicht der Bischöfe, die Ketzerei zu unterdrücken, so offenkundig, dass sie sich nicht weigern konnten, wenigstens teilweise die Ausgaben zu bestreiten. Vor der Einrichtung der Inquisition bestand diese Pflicht fast ausschließlich in dem Unterhalte der eingekerkerten Bekehrten. Auf dem Konzil von Toulouse 1229 willigten die Bischöfe ein, die Kosten zu bestreiten, falls die Gefangenen keine Mittel hätten. Doch sollten diejenigen Gefangenen, deren Eigentum konfisziert worden war, von den Fürsten unterhalten werden, weil ihnen die Konfiskation zugutekomme. Dieser Vorschlag war indessen ebenso wie der spätere 1254 von dem Konzil von Albi gemachte zu umständlich, als dass er hätte verwirklicht werden können. Die Statuten Raimunds aus dem Jahre 1234 trafen keine Bestimmungen über die Bezahlung der Kosten der neuen Inquisition, obgleich sie mit der Frage der Konfiskation sich weitläufig beschäftigten. So blieb denn die Sache in der Schwebe. Im Jahre 1237 beklagte sich Antichrist Papst Gregor IX., dass die königlichen Beamten nicht zum Unterhalt der Gefangenen beitrügen, deren Vermögen sie konfisziert hätten. Als im Jahre 1246 das Konzil von Béziers zusammentrat, erinnerte der Kardinallegat von Albano die Bischöfe daran, dass es ihre Pflicht sei, zu zahlen gemäß den Beschlüssen des Konzils von Montpellier, dessen Verhandlungen aber nicht auf uns gekommen sind. Die braven Bischöfe waren indessen nicht dazu geneigt. Sie verlangten, wie wir gesehen haben, dass die Gefängnisse auf Kosten derer, welche die Konfiskationen erhielten, also der Staat, gebaut werden sollten und schlugen vor, zu dem Unterhalte derselben und der Inquisition die Geldstrafen zu verwenden. Die Frömmigkeit Ludwigs des Heiligen duldete es indessen nicht, dass ein so gutes Werk aus Mangel an den nötigen Mitteln aufhören sollte. Inwiefern der fromm ist, das möchte ich jetzt lieber gar nicht erst beginnen zu diskutieren. Bei einem weltlicher gesinnten Fürsten als Ludwig dem Frommen würden wir allerdings annehmen, dass weniger die Frömmigkeit als die Erkenntnis, dass für die Inquisition aufgewandte Geld sei eine sehr vorteilhafte Kapitalanlage, ihn zu seiner Fürsorge für das Institut bestimmte. Ludwig übernahm also im Jahre 1248 die Kosten für die Inquisition in allen Beziehungen der Krone, desgleichen, wie wir oben sahen, die Kosten für die Gefängnisse und ihre Insassen. Dazu befahl er im Jahre 1246 seinem Seneschall in Carcassonne, den Inquisitoren für ihre Ausgaben 10 Sous täglich auszuzahlen. Wir dürfen wohl annehmen, dass Graf Raimund nur mit Widerwillen zu den Kosten einer Einrichtung beitrug, der er sich so lange als möglich widersetzt hatte. Als ihm aber im Jahre 1249 Johanna und Alphons von Poitiers folgten, fand es der Letztere, Alphons von Poitiers damit, listig und habgierig wie er war, vorteilhaft, den Eifer derer anzufeuern, denen er die Ernte der Konfiskation verdankte. Also mit anderen Worten, den Eifer der Inquisition anzufeuern, damit mehr Geld in die Lade kommt. Er bezahlte nicht nur die Kosten für die Gerichte selbst, sondern seine Seneschalle hatten auch Befehl, den Inquisitoren und ihren Freunden die Kosten ihrer Reisen in allen seinen Ländern zu bezahlen. Seine Sorgfalt erstreckte sich auf alle Einzelheiten.
Im Jahr 1268 zeigte der Inquisitor von Toulouse, Willem von Montreuil, an, dass er einen Notar für 6 Denare täglich und einen Diener für 4 Denare engagiert habe. Alfons befahl gnädig die Bezahlung des Betrags. Karl von Anjou, der ebenso habgierig war, fand bei allen seinen Abhaltungen in Italien doch noch Zeit, darauf zu achten, dass seine Seneschalle in der Provence und in Forcalquier zu den Kosten der Inquisition in derselben Weise beitrugen, wie es der König in seinen Besitzungen tat. Nun sind wir in dieser Lesung gekommen bis auf Seite 591 und im Buch auf Seite 597 beginnt das 14. Kapitel. Also nächstes Mal haben wir noch ungefähr 6 Seiten über die Konfiskation zu lesen, bevor wir dann in das 14. Kapitel und abschließende Kapitel des Buches, die Scheiterhaufen, einsteigen und damit das Ende der Lesung des ersten Bandes einleiten werden. Aber ich denke, was wir heute gelesen haben, das hat uns schon mal wieder einige Dinge über die römisch-katholische Kirche eröffnet, die wir bis jetzt noch nicht wussten oder so nicht vermutet haben. Und was ich vor allen Dingen wichtig finde, ist, wenn man jetzt so ein Buch liest wie The Vatican Billions, also die Milliarden des Vatikan von Avro Manhattan, das es leider nur in Englisch gibt, dann muss man diese ganzen Einkünfte dazurechnen und kann dann verstehen, warum teilweise im Mittelalter, wir sprechen jetzt hier also vom 16., 15., 16. Jahrhundert, also um die Zeit der Reformation fast rum, ein Drittel von England der Kirche gehörte. Der Boden von England gehörte der Kirche. Ja? Und sicher in Ländern wie zum Beispiel Frankreich und Italien war es mindestens auch ein Drittel bis die Hälfte, was der römisch-katholischen Kirche gehörte. Und wenn man jetzt begreift, dass sie sich das durch diese Konfiskationen natürlich unrechtmäßig angeeignet haben, dann sieht man, worauf das Blutgeld der Kirche gebaut ist. Und dafür ist dieser Teil der Inquisition wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in Teil 1, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Band 1 heißt Ursprung und Organisation der Inquisition. Hier geht es nur um den Ursprung und die Organisation. Wie das dann später alles durchgeführt wurde, welche Erlasse da noch alle kamen, das kommt in den anderen Bändern. Und ich kann euch sagen, es bleibt interessant und spannend. Und deswegen, dass ich auch die anderen Bänder irgendwann mal lesen werde, so Gott will. Für heute beende ich auf Seite 591 die Lesung. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Lest das Buch sicher auch selber, auch ohne mich. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder zur 51. Lesung des Buches von Henry Charles Lear. Und bis dahin auch bitte lest eure Bibel. Shalom, Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot, über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heiligen Gemeine. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Hand. Wie groß ist seine Ehre im Land und auf dem Meere. Das wollen die Werke uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg, im tiefen Tal, auch in den ebenen Feldern, die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk preist unseren Gott, weil er so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der
Wahrheit widersprechen. Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer da. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. Darum hat Gott den Sohn gesandt, der uns die Wahrheit macht bekannt und auch den Weg zum Leben, damit wir danach streben. Sein Geist will er uns geben, der öffnet uns die heilige Schrift, wo Gott sein Testament gestiftet. In seinem Sohn, dem Reichen, will alle Welt erreichen. Mög niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott. Mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns Geist, der ist das Unterfang, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sei nun Lob und Ehr, der ewig bleibt und immer mehr. Thank you.